Versprochen, versprochen. Und es wird nicht gebrochen. Dort war das morgen gesagt früher. Und da sind wir auch wieder zu einem wunderschönen neuen Let's Play. The Elder Scrolls Online. Und wir müssen jetzt hier sprechen mit der Lyris. Und das tun wir jetzt aber. Da ist Lyris Tankend. Hallo Lyris. Weiter geht's. Verdammt, die Vernichtung des Wächters muss diesen Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Caitwell uns helfen. Wer ist Caitwell? Caitwell ist der älteste Seelenberaubte. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Caitwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor Tamari verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos, ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Caitwell sieht die Dinge so, wie sie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat und er kennt sich wie seine Westentasche. Meistens ist er unter Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Lasst uns diesen Caitwell suchen. Kümmert es denn niemanden? Also gehen wir mal nach Caitwell. Am Fluss. Kannst du mir die Maus wieder verändern? Und das. Mann, weg. Ja, die KI, habt ihr jetzt gesehen, bleibt gerne mal drin stehen. Da ist er ja, der Caitwell. Schauen wir uns einmal hier um. Leer. Na gut, oh, nicht ist der, schauen wir mal. Ja, Sommer! Habe ich jetzt hier bekommen? Schnell zurück. Bla bla bla. Trink und andere. Schnell zurück. Forgotten Iron Axe. Cast of Iron Spur. Schill. Lobby Crawlers. Okay. Shooting Pass. Okay, da ist er. Hallo, wer ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Caitwell sein. Sir Caitwell, ja, in der Tat, es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris, freut mich, euch zu sehen, werte Dame, wie geht's euch denn? Wir versuchen, in die Klause des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Oje. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Hihi. Ich sage euch etwas. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Ein sehr viel malerischer Route. Richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Wald und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar viele Viecher für Abwechslung. Wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist der Eingang? Folgt dem Fluss am Ende des Wasserlaufs, werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch auf das Licht. Dann stoßt auf eine Leiter, die ich geradewegs zum Propheten bringe. Bestellt mir noch einen schönen Gruß. Danke. Viel Glück. Schaut doch ab und zu mal mit vorbei, ja? Erzählt mir von euch, Sir Caitwell. Nun, da gibt's nicht viel zu erzählen, oder? Es ist das gleiche alte Schnickschnack. In der Ritter, eben schon gefangen, gerechte Maiden. Ich kann in diesem Land, als mein Kopf ohne gewissen Gewesen von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Wie lange seid ihr schon hier? Oh,
suche schon recht lange. Um genau zu sein, war ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Woher kennt ihr Liz? Liz, dieses Mädel ist die Jüngste von Gut und Böse wie Schirko und das Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagte, die müsse den Propheten retten, um uns alle ein ewig Qualen zu sparen. Wie ein alter blinder Mann. Der am Stellen so. Ich bin doch zu hoch. Was wisst ihr über den Propheten? Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Mann, doch die Jahre haben es nicht gut mit ihm gemeint. Deris meint, er würde den Weg zurück nach Tamere kennen. Wenn er es einen gäbe, dann hätte er ihn wohl inzwischen gefunden. Glaubt ihr nicht, dass es einen Weg nach Hause gibt? Darüber habe ich bezeichnet nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon lange hier. Das ist sicher kein Ort, wie mich mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Ja. Ein leicht wahnsinniger Mensch. Mensch, naja. Ein leicht wahnsinniger Moloch. Komischer Typ. Hashtag Spacko. Wir sollen dem Fluss folgen. Auf geht's, Liz. Oh, wieder eine Kiste. Schön looten, looten, looten. Und das nehmen wir mit. Da ist der Eingang. Betretet den The Undergrove. Oha. Ja, sie läuft natürlich wieder durch. Sie steht auf Schmerzen. Ja, es gibt Frauen, die stehen auf Schmerzen. Sie gehört aber zu. Und nochmal ein, jawohl. Schauen uns alles an in dieser schönen Gruft. Ja, nee, ich wollte ihn looten. Triss. Liz, mein Gott. Triss Merigold aus Witcher, ja. Gastauftritt. Umsehen kann nicht schaden, merkt euch das in der Erfahrung. Nur wer sich umsehe, sieht Dinge, die für andere verborgen sind. Das hat ein ganz weiser Mann gesagt, Batty der Dritte. Nicht jeder kennt ihn, aber eine RP-Legende. Nicht jeder, der auch viel erzählt, hat viel Ahnung. Lass euch das gesagt sein. Hier wollen wir auch nochmal schauen. Den nehmen wir mal zacki zacki. Ich mach dich nass, mein Junge. So. Da kamen wir doch her, ne? Ja. Gehen wir mal hier. Denn meine Freunde, ich hab mich verloren.
Naja, gut. Auf jeden Fall finden wir den Weg. Wir gehen hier mal rum. Tralitrala. Ich bin auch schon wieder da. Gehen wir jetzt mal nicht lang. Benutzt immer wieder eine Truhe. Forgotten Home Spawn Breaches. Leichte Armor, no interests. No interests at all. Oha. Da geht's weiter. Da geht's so, die Kiste ist leer. Alles alle. Plündert vom bösen Rollenspieler. Auf geht's nach oben. Finde den Propheten. Okay. Nimm mal den Breitarsch hinterher. Sprechmittel ist. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in ein Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein scheint. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Taramael zurückzukommen. Ich komme nicht mit euch. Was meint ihr? Wo wollt ihr hin? Ich hätte wahrscheinlich schon vorher erwähnen sollen, aber es schien mir nie der passende Moment zu sein. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Tut, was getan werden muss, Liz. Du gehst mir eh auf den Sack. Wir könnten jetzt zwar noch nicht verstehen, aber der Prophet hat dich ohne Grund ausgewählt. Ihr seid wichtig und alles und jeder, den wir je geliebt haben, ist in Gefahr. Bringt den Propheten in Sicherheit, ich finde meinen Weg zurück, wenn ich kann. Ich werde für seine Sicherheit sorgen. Es gibt magische Schlösser zu beiden Seiten des Käfigs. Ihr müsst beide deaktivieren, damit wir den Austausch vornehmen können. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht. Aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Ich verstehe. Viel Glück. Schaltet das nördliche Ankerritzel ab, schaltet das südliche Ankerritzel. Okay, schon. Liz, ich hab Angst. Liz, hilf mir. Wahnsinn. Sprecht mit dem Propheten. Den Göttlichen sei Dank. Ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie irgendwo hinbringen? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelter. Entseelter? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eurer ehemaligen Selbst. Ein Seelenloser, ein leeres Gefäß und das verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schrifttonnen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Warum nannte Lyris euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual
haben ihren Tribut gefordert. Alkohol, Nutten, Prostitution, alles war dabei. Schnell, jetzt müssen wir zum Anker sputen. Anker? Die Anker sind dädrische Maschinen von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie aus den Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. In Ordnung, dann bleibt dicht bei mir. Betrete den Ankerplatz. Das wollen wir mal machen jetzt. Bevor ich trinke, erschlug ein bisschen Durst bekommen. Ah, lecker. So. Da ist er, der gute Prophet. So, jetzt müssen wir da hoch. Öffnen. Erreicht es den Fuß des Ankerwächters. Besiegt den Ankerwächter. Ach du Scheiße, was ist denn hier los jetzt? Nimm dies, nimm das, nimm dies, nimm das. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weiter über uns. Ihr werdet einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch um Nieren einstimmen, um eure physische Form zurückzulangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Eine Himmelsscherbe? Ein Stück ätherische Magika, in der die Essenz Nirn schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkai, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmen sollt, so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde einen dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Ich bin bereit. Ihr habt Himmelsscherbe entdeckt. Himmelsscherben sind überall in Tamriel verstreut. Wenn ihr drei Himmelsscherben gesammelt habt, erhaltet euer Charakter einen Fertigkeitspunkt. Hinweise auf Fundorte von Himmelsscherben könnt ihr in eurem Errungenschaftsjournal finden. Es ist Zeit, wenn wir in unsere eigene Ebene zurückkehren wollen, müssen wir schnell handeln. Was soll ich tun? Erst müsst ihr den Anker aktivieren. Ich kann die dunkle Energie spüren, die von diesen zwei Geräten links und rechts von mir ausgeht. Aktiviert beide Geräte. Ich werde das Ritual beginnen, mit dem wir das Maul des Reichs des Vergessens aufstemmen und so unsere Flucht ermöglichen werden. Wo werden wir in Tamriel ankommen? Das lässt sich unmöglich vorhersagen. Um genau zu sein, ist es sogar sehr unwahrscheinlich, dass wir beide am selben Ort erscheinen werden. Fürchtet euch nicht. Ich werde euch wieder aufsuchen, sobald die rechte Zeit gekommen ist. Nun geht. Aktiviert die Gerätschaft. Sehr gut. Aktiviert die Gerätschaften.
dem Portal. Benutzt den Riss, um nach Tamriel zu kommen. Hey. Wow. Auf geht's. Was geschieht nun? Sind wir mal... Bin mal gespannt, wo uns die Scherbe hinbringt in Tamriel. Tamriel ist eine riesige Fläche. Vielleicht irgendwo im Eis? Man weiß es nicht. Spreche mit dem Propheten. So, bevor wir mit dem Propheten sprechen, rausfinden, wo wir sind. Bevor wir dies tun. Nein, das machen wir jetzt. Nein, das war nur ein Spaß. Sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis bald, Freunde. Adios, amigos.